go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer. Ja, mach mal ein paar Kniebeugen, ey. Du isst so viel, das ist sinnvoll bei dir. Und, fit. Passt. Ja, Hampelmann, passt zu dir. Was sitzt denn schon wieder in dem Auto, ey? Lass das Auto stehen. Mach bei den Kühen mal Stroh rein. Ich hol Wasser, Verrückte. Verrückte. Bist du verrückt oder was? Boah! Ich rutscht ja. Wir sollten mal vielleicht mal kleine Traktorreifen draufpacken. Mein Lenkrad geht nicht. Irgendwie ist kaputt. Stromkabel durchgebissen oder was? Weiß nicht, irgendwas stimmt von der. Oh nee, ich rutsch hier rein ins Wasser. Ah, jetzt. Hilfe. Gleich mal wieder zum Service, das Teil hier. Häng fest. Oh, nee. So. Ja, nochmal Unterbodenwäsche. Nein. Festgefahren. Nein. Wir hatten von euch das Auto im Wasser geparkt. Laber kein Mist. Tank fest. So. Leo? Nee. Kannst verschieben? Ja, wie denn? Mit den Händen oder wie? Ja. Nee, das wird nix. Haben wir noch einen Bagger? Ja, einen Bagger haben wir immer. Dann können wir den hier mal auf die Seite stellen. Ah, los. Lol. Danke, Leo. Jetzt brauchen wir ein neues Licht. Warum hängst du den nicht an? Oh nein. Jungs, wenn ihr nur Shit im Kopf habt, dann komme ich gleich mal rüber. Wo haben wir denn wo Strom mit oben dran? Ja, nennt sich Ladewagen, aber. Oh! Alter! Alter! Erschreck mich doch nicht. Nimm so. Nimm Ladewagen. Ja, wo ist denn der hingekommen? Was ist denn hier los, ey? Da, neben der Werkstatt steht er. Da, wo das Auto gerade hingestellt hast, du Held. So, der See wird hier auch nämlich auch aufgeschüttet. Dass wir hier noch ein bisschen Fläche kriegen. So, ich werde jetzt mal... Ich suche mir mal nur eine Einbahnstraße. Einbahnstraße einführen. Obwohl wir hier drei Wege haben, stehen wir uns dann im Weg, ey.
So. Wir wollen hier nämlich noch ein bisschen das Feld erweitern. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und eine Feldzufahrt können wir da vorne planen. Können wir hier noch ein bisschen mehr Feld rausholen. Braucht ihr bei noch irgendwo Hilfe? Ich bin jetzt am Pflügen. Da kannst du wenig helfen. Soll ich noch ein paar Bäumchen mit dem Bonze fällen? Kannst du machen, aber vielleicht da, wo das Haus hin soll. Dass wir den Wald noch ein bisschen kleiner machen. Jo. Markierung haben wir ja schon gesetzt gehabt. Dann passt das hier. Da ackern wir übers Feld, ey, kreuz und quer. Also übers nicht vorhandene Feld. Das Problem ist aber, wir haben dann gar keine Wiese mehr für die Kühe. Ja, vielleicht können die ja da, wo der See war, noch was anpflanzen an Gras. Dann haben wir da noch ein bisschen Fläche. Oder da, wo der Wald gerodet wird. Irgendwie wird man schon Fläche finden. So.
hoffentlich mache ich das nicht zu sehr kaputt, das Feld hier. Ich glaube, passiert gerade noch nichts. Hallo? Ja, da? Was ist los? Ah, nichts. Ich hab mir nur gedacht, ihr seid von den Wölfen gefressen worden oder so. Nee, heute nicht. Was machst du? Ich habe gerade das eine Silo verdichtet. Ah, aber viel drin ist da ja nicht, gell? Nee, ich mache es auch noch nicht zu, nur dass es schon mal verdichtet ist. Das ist die Frage, wo wir dann zukünftig Gras herkriegen, ne? Wir haben beim, wo der See vorher war, haben sie Gras mit angesät. Ah, das ist perfekt. Das war auch meine Idee. Ist zwar nicht viel, aber... Ja, müssen wir halt ein bisschen häufiger schneiden. Beziehungsweise müssen wir halt dann jetzt da mal Geld sparen für ein weiteres Stück Land. Und für ein Haus. Jo, Tatsache. Ganz vergessen. Das vergesse ich andauernd. Das ist richtig ärgerlich. Am besten erstmal ein Haus und danach. Ja. Irgendwie müssen wir das alles unterkriegen. Wenn in der Ecke immer was stehen bleibt.
Und was macht der andere? Lebt der noch oder ist der vom Baum erschlagen worden? Der lebt noch. Dann ist er gut. Der sägt schön die Bäume. Aber sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr. Ja? Nee, im Moment sind wir soweit durch. Ich mache hier das Feld noch ein bisschen. Das neue. Und dann müssen wir gucken. Können wir uns erstmal einen faulen Lenz machen. Hört sich gut an. Kannst du mal gucken, was der kleine Unterstand kostet? Der ganz kleine. Weil den, da haben wir auch noch eine vorbereitete Fläche. Ja, kann ich mal kurz gucken. Die alte Beinschutzdings? Oder? Das ist nur so ein Wellblech und links ist irgendwas so ein kleines. Wieder das, was wir schon haben, oder? Nee, deutlich kleiner. Da müsste es noch was geben. Achso, ja. Praktisch in der Mitte so ein, also, eine Abtrennung. Ah, ja, genau. Ja. Ja, 5000. Okay. Weil da haben wir ja schon eine vorbereitete Fläche. Richtung Händler auf der linken Seite. Also nicht so weit weg. Ja, stimmt, ja. Ja, bin gleich durch. Du kannst den Hampelmann schon mal sagen, dass der. Aber wobei, wir können ja dann zu ihm gehen. Jo. Zwei Bahnen habe ich noch. Ich stell das mal da hinten, weil da haben wir so viel Platz.
So. Jung, Feierabend. Ja. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut bei Dark Race auf YouTube vorbei. Oder bei Manonation. Oder und. Bei Varuna IP. Und bis morgen. Nein, bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss.